Hallo da draußen und willkommen zurück. Die nächste Folge der Villian mit der Booby Lady Wintermond EP. Hallo, ich bin die Booby Lady. Und mir, dem Typen mit dem Plumpsi an der Backe. Ja. Ja, ich kann es immer nicht so ernst nehmen. Sprich mit Paulsen nahe dem Van Houten Anwesen. Ab geht die Party. Richtig. Oder ist es Van Houten? Houten, Houten, Houten. Oh, guck mal, die hat noch einen F hier. Kosten der Seelenheilung 0? Ne, geht mir am Arsch vorbei, will ich nicht. Kannst dir sonst noch schieben, deine Seelenheilung. Wobei, ich glaube, es ist Kraft und ihr habt Riesenbubis, oder? Naja, deine sind schöner. Weiter geht's. Es gibt so Momente, da muss man halt einfach gucken, was ist denn da los mit den Soldaten, hast du gesehen? So, eine dringende Bitte, natürlich, erledigt. Ich habe ein Anliegen. Er hat ein Anliegen und dafür kriege ich Blassmund-Fäustlinge. Kriegst du die auch? Winterfäustlinge, ja. Entschuldigung. Das ist jetzt wahrscheinlich die Höhle, wo wir letztens gedacht haben, dass es ein Dungeon ist. Teufel gegen Libellien. Ja, reise zur Klagehöhle und finde Bolton. Und unsere beiden Corgis rennen sich in Wolfe. Die schwitzen. Wenn die da angekommen sind, haben sie 3 Kilo verloren, sage ich euch. Guck mal, diese kurzen Beine, wie sie da tragen, ey. Und was verdienen die eigentlich? Blätter, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh. Was sag ich, Moment nochmal, bevor wir da reingehen. Boah, ey, hau ab. Lodender Schwerttanz habe ich jetzt auf der 4. Landet 3 Treffer simultan, ziehen 5 Richtungswirkungen und schwindet einen flammenden schwinge ein flammendes Schwert, um nahe Gegner zu treffen. Und dafür brauche ich aber 78% von meinem Zornscheiß da, alles klar. Du bist schon drin, oder? Bist schon drin? Wahrscheinlich ist das wieder alleine. Hatten wir doch letztens auch das Problem und dann ja. Gesehen, dass das kein Dungeon ist. Zumindest kann ich da... Ja, ich bin alleine dran, alles klar. Das sollte jetzt uns aber nicht vor eine große Herausforderung stellen, hier diesen Dungeon zu machen. Richtig. Ach stimmt, wir haben so eine CPU-Tante an der Seite, ne? Ja. Ah, deswegen sind wir allein unterwegs. Naja, später gibt's auch keine NPCs mehr, die einen begleiten. Noch nicht bereit. Ich sehe sogar, wenn du Sachen bekommst, die du lootest. Und im Sidechat wahrscheinlich, ne? Ja. Hingehen nicht möglich steht bei mir. Warum das denn? Das ist nicht... Musste das Tor manuell aufmachen, deswegen. Die macht einfach mal einen Schaden hier, die Tante. Mhm. Also wenn die mit ihrem komischen Zauberstab auf irgendwas draufkloppt, dann macht die einen ganzen Schaden, ey. Richtig, immer die Tante. Absolut, ey. Trotz ihrer Boobs. Vielleicht schlägt sie ja damit zu. Ne, dann würden es zwei Nee, Schaden das wäre definitiv höher, ja. Das ist auch, sieht echt cool aus hier. Dass die Map sich auch bewegt und so, finde ich echt nice. Ja, die Drachen, die überall rumfliegen.
Mir sind's, ich hab hier gerade vor diesem Endboss so einen Steg, da sind so Skelettfinger, die sich halt so bewegen, wenn man die Brücke läuft. Hat einen schönen Touch auf jeden Fall. Dach, in der hier rumfliegt, ist auch recht nice. Ich hält immer nur den Schatten. Ja, die kommen leider nicht runter. Der Kauki ist eigentlich nur dafür da, um irgendwelche Sachen von mir zu schleppen, oder? Ja. Es ist halt später halt auch ein Problem. Du hast jetzt einmal eine kostenlose Inventarerweiterung bekommen. Aber wenn du jetzt dein Inventar weiter erweitern willst, musst du dazu das gehörige Ticket im Shop kaufen. Echt? Geldshop, ja? Ja. Okay. Also ich habe bisher noch kein Ticket gebraucht, also weiteres, aber ich verkaufe auch so gut wie immer, wenn ich einen NPC sehe, bei dem man das kann. Okay, ja, ich denke mal, kann man sich auch Gegenstände schenken innerhalb der Gilde oder geht das, kann man die tauschen oder handeln oder wie macht man das normalerweise hier? Wir haben eine Gildenbank, da okay. Kann man auch Sachen reintun. Alles klar. So, mal schauen. Ich habe jetzt eine Windach-Beintasche. Eine Talisman-Kiste habe ich gefunden. Die mache ich mal auf. Was ist drin? Eine Karte mit einer Bubtussi. Grundlegende Informationen, Kosten 15, maximal 15, körperliche Abwehr plus 176. Aus dem Menü heraus kann ich ja, hier Talisman-Lager. Genau, und jetzt kann ich es ja direkt darüber ziehen, die Karte. Da steht es drunter Kosten. Was bedeutet das denn? Weißt du das? Unter dem Talisman. Zieht er mir was ab? Habe ich jetzt weniger von irgendwas weniger? Weil Kosten ist ja... Es verbraucht ja irgendwas anscheinend, oder? Also ich habe noch keinen Malus feststellen können. Was ist ein Malus nochmal? Dass du halt irgendwas abgezogen bekommst. Von okay. Irgendwas. Nur wenn du jetzt zum Beispiel von der Karte, die du jetzt ausgerüstet hast, nochmal die gleiche findest, dann kannst du die fusionieren, also zusammenfügen und daraus eine stärkere Karte machen. Ah, interessant. Ich habe schon voll, ich trage schon so viel Schrott mit mir rum. Das kenne ich. Das ist wie bei Fallout. Wobei, da habe ich aufgehört, Schrott zu sammeln, sagen wir so. Ich habe meine, ich habe es ein bisschen meine, geändert, meine Einstellung in dem Spiel. Yay, Cinematic. Bist du? Wenn du kein Teufel bist, dann hilf mir! Zerstöre die Energieabsorber! Unter ihrem Einfluss bin ich hilflos! Also ich bin jetzt da, wo man diese komischen Säulen kaputt macht. Ich mache auch gerade diese Energieabsorber weg. Ich meine, meine Gegner sind Krebse, wie albern ist das denn, ey? Da drehe ich mich gar nicht um. Ja, ich lasse das auf den NPC machen. Warte. Das könnte mein Corgi machen, den Boss. Geht denn noch weiter? Ich fühle mich schwach, aber ich werde nicht nachlassen. Bitte hilf mir!
Enforce. Yay. Hm, ich auch. Was, wie ist der verreckte Phönix? Hab ich mir nicht lesen können. Der Phönix. Phönix. Zeig ich ja. Oh, das klang aber gefährlich. Mäh. Hat er bei mir gemacht. So, jetzt geht der auf den Sack. Oh nein, der hat mich gestunt. So. Oh mein Gott. Was denn? Ist gestorben? Die Devilian-Form. Ah ja, stimmt. Wie siehst du denn aus? Uncool oder was? Wie jetzt? Ich versuche gerade ein passendes Wort für diese fast nackte Frau zu finden. Nice. Gute Wahl, Mann. So, ich bin in Asperitis. Diese Stadt, die aussieht wie aus Herr der Ringe. Ich stehe neben dir. Nice. So, kannst du mal deinen... Hier, warte mal, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Welche bist du von den Verrückten hier? Ah, da. Vor dir. Ah, ich kann hier nicht ranzoomen, leider. Ja, leider. Guck mal, der hat die voll fertig gemacht. Ist hier so ein Trainingscenter oder was ist das? Wahrscheinlich PvP, ne? Und wahrscheinlich erst die Devilian-Form holen. Dann kann man da ranzoomen. Voll fertig hier, der Penner. Jetzt bin ich tot. Bezahle Gold, um die Wiederbelebung einzuleiten. Natürlich. Ist hier weg. Autsch. Jetzt hau ich dich auch noch, ne? Aua, aua, aua. Die Schweine, lass den Winter mal in Ruhe hier. Was macht denn diesen Support-Scheiß hier mal? Warum kann ich das denn nicht? Das liegt an dem Devilian wahrscheinlich. Oh Mann, ey, der macht mich fertig. Ich erst mal zum Übungsgelände. Ich kann jetzt aber diesen Boost, den er hat, den hatte ich auch schon mal, aber ich glaube, der ist auch noch besser als ich gerade. Es liegt an uns Devilians, die Teufel zu besiegen. Das kann nur uns gelingen. Es liegt an uns Devilians. So. Ich glaube, das Oberteil von der Tante ist aufgemalt. Ja. Halt, ich habe schon eine Quest vergessen. Es liegt an uns Devilians. Jetzt ist das Trainingsgelände erstmal. Das kann nur uns gelingen. Portal, ja? Ja, ist auch wieder alleine. Ach ja, die Scheiße. Du quatschst so einen Typen an und sagt, ich habe ein Problem. Toll. So, mal wach und V drücken. Und eine tolle Taste, ne? Dafür. Richtig. Achso, ich muss ihn jetzt mal erwecken, ja. Und steht vor mir. Was ich gelernt habe in Devilian-Form, ist egal was du drückst, die Gegner sterben eh vor dir. Ich schwebe vor. Besiege alle Monster. Nicht zuschauen. Also ich kann doch nicht wechseln. Deswegen?
Ich hoffe, ich kann dir das jetzt die nächste Zeit noch zeigen. Ja, wir werden es bestimmt noch zusammen erleben. Dieses Wunder dieser der Computertechnik und Animation wahrscheinlich. Yay, Ausbildung abgeschlossen. Richtig. Badass. So, solange du über den Minimum auf deinem Devillian-Anzeige verfügst, kannst du als Devillian erwachen. Nach der Umwandlung in ein Devillian kannst du auch gegen stärkere Feinde kämpfen. Awesome. Das Portal nach Esperon hat sich in der Mitte des Raums geöffnet. Alles klar, Leute. Das Portal ist offen. Weit offen. Und wir werden auch gleich Wintermond wieder treffen. Wer Bock hat, kann auch mal bei ihr vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge Devillian. Hier mit Wintermond EP. Macht's gut und danke fürs Reinschauen. Tschüss.